Gehen wir. Auch noch was. Sieh dir mal diesen Brustkorb an. Meinst du, die Bedlam Raiders zahlen für Fossilien? Oh nein! Ich hab so ganz mieses Gefühl. Wird doch bestimmt hier was sein, ne? Wird böse auf die Fresse kriegen. Bitte keine Spinne, bitte keine Spinne, bitte keine Spinne, bitte keine Spinne. Oh, nein. Ich will eine Spinne, ich will eine Spinne, ich will eine Spinne, ich will eine Spinne. Servus. Alter, dann die Führungsdauer böse. Sag mal, Fluffy, wie wär's? Ich guck den Knochen und dann ist alles gut. Alter, der geht da einfach durch. Alter. Oh. Alter Falter. Soll ich denn das Vieh platt denn kriegen? Kann ich hier jetzt nicht irgendwie mit Steinen werfen oder so? Oh, toll. Verwirrung klappt bei dem nicht. Ah. Ich glaube, es hat Hunger. Ah, ja. Ah. Danke, Stefan. Du bist der gleichen Meinung, ne? Spinne ist besser. Schlägt auch noch zweimal zu. Das Ding hier wieder. Ich muss mal das große rausholen. Bin da mal weg. Lauf! Junge, lauf! Wie ist die Sage? Auch nichts, um irgendwie was runterfallen zu lassen. Fehlt mir gar nicht. Oh. Das tat wohl weh, wa? Alter! Hilf mir, hier! Kannst du mal aufhören, einfach so durch die Steine zu gehen? Alter! Alter! Reg dich ab, Mann! Oh, scheiße, jetzt hat er jetzt gleich beide Stimpacks genommen, weil ich doppelt gedrückt habe. Boah! Junge, was ist mit dir los? Nein, dass das Vieh so weit einen treffen kann. Ich hab das Gefühl, ich kann das nicht abhalten, ne? Alter! Übel! Das Vieh! Ja, Episode 6 im Original, Folge 3 von den Filmen. Ey, der hat vier haut rein, ne? Da die Waldfee. Hm. Nee, nicht in Fähigkeiten. Nicht in Fähigkeiten. Kampfstil. Muss mal so auf die zwei hingehen. Ja, ist richtig. Der Rancor war von Jabba dem Hutten. Okay. Ja, ja. Nehme ich auch, Digga. Oh, Mist.
Dann reagiert Kell nicht. War das nochmal mit dieser Fähigkeit und F? Oh, Verteidigung, F war das, ne? Alter. Kotz mich nicht an, ich mag das nicht. Boah, der kann mich trotzdem damit dann noch kicken. Okay, das funktioniert so nicht. Ich glaube, ich muss die F-Taste entweder gedrückt halten oder nicht, aber das Vieh ist gerade noch viel zu hart. Aber übelst das Vieh. Ich glaube, da muss ich noch so ein paar Pünktchen auf mein Leben und noch so ein, zwei Stimpacks sammeln. Aha. Ich hoffe, ihr seid der gleichen Meinung. Aha. Gut. Ich muss meinen Geist frei machen. Ja, mach mal deinen Geist frei, während ich mal wieder die Klingen ändern werde. Aber man muss sagen, Bossfight ist mit Doppelklinge okay. Das, was wir jetzt erlebt haben, weil er ja dann diese Fähigkeit hat. Aber, what the fuck, ey, das Vieh ist ja übelst. Aber wir haben wenigstens die Abkürzung dorthin. Also wenn wir dann ein bisschen mehr Pudding gegessen haben, dann werden wir das auch besser hinkriegen. Ja, die Waldfee, das Vieh rockt richtig rein. Erika. Richtig, Fiona, richtig. Ich komme wieder, keine Frage. Das Einzige, was jetzt natürlich problematisch ist, da unten sind meine gesammelten Punkte, die ich gegen das Vieh hatte. Ah, das soll uns nicht stören. Ja, macht sie nieder! Macht das gut! Ey, nicht auf mich schießen! Feuer räuchte doch gerade an! Uiuiui. Wieder nichts weiter. Nee, für die brauche ich nicht. Nee, Leon, kurz rein. Richtig, der rosa-rote Panda hat immer gesagt. Wieder helle Metalle? Oh, schon. Ich verstehe das. Das sind merkwürdige Dinger. Ich wüsste auch gern, was drin ist. Aber dafür fehlen uns die Zeit und die Ressourcen. Also nein. Und frag bitte nicht mehr. Die Frau ist irgendwie echt übelst. Diese Droma da. Ist da oben gerade noch ein Eingang? Müssen wir uns natürlich auch noch angucken. Dann werden wir mal so langsam in Richtung Grease gehen. Wenn er dort ist. Wissen wir ja noch nicht. Die läuft weg. Das ist kein gutes Zeichen. Ja, wo ist ich, Freund? Nicht Feind.
Geh. Alter, da kommt ja die ganze Horde. Heute gibt es Steak, ey. Alles klar, Stefan. Schön, dass du da warst. Wir freuen mich dann aufs nächste Mal, mein Bester. Bitte, du kannst es hacken, ne? Du kannst es hacken, ne? Dein Auftritt, BD. Immer präzise. Okay, muss schon sagen, die Jacke sieht schon mal nicht verkehrt aus, aber... Nee. Jedenfalls besser wie die ganzen Ponchos. Ponchos, die waren ja schlimm. So, wer ein Stückchen Fleisch braucht, ne, dann die... relativ gut abgegrast. Aber wenn ich nach da oben gucke. Da oben noch was. Kletterkabel. Okay. Wir sind auf jeden Fall noch lange hier nicht durch. Wenn mir das da alles vorstelle. Ja, ja. Also ich weiß nicht, die Ponchos, die waren irgendwie kacke. Muss ich echt sagen. Haben mir ja nun wirklich nicht gefallen. Fand ihm aber auch nicht. Also manche Menschen haben ja ein Modebewusstsein zum Kotzen. Muss man dazu sagen. Aber... Ja, ist... schon heftig. Kann ich das hier durchschneiden? Nö. Das ist wieder das, wo ich das mit den Minen machen muss. Haben wir hier irgendwo eine Mine? Das Ding können wir auch noch nicht öffnen. Das sind Bereiche, wo wir noch nicht reingehen können. Das ist schlimm. Hier haben wir nirgendwo eine Mine. Geschafft. Ich freue mich, Grease wiederzusehen. Ist lange her. Ich mich auch, wenn wir jetzt mal hingehen sollten. Sia war in der Vergangenheit gefangen. Marin ging auf Wanderschaft. Alte ja, Geschichte. Das hast du schon erwähnt. Wo uns da irgendwie, ne, wo uns nicht dran festankern. Da ist noch so ein Echo. Hallo Echo. Warum sollte ich herkommen? Ich mag dich nicht und du magst mich nicht. Das stimmt, aber du nervst mich deutlich weniger als die anderen in diesem hoffnungslosen Ort. Und ich glaube, du siehst das genauso. Was willst du damit sagen? Raus damit, los! Ich will sagen, das hier ist ein astreines Date. Und wenn dir das nicht gefällt, Pech gehabt. Ulala, der erste Schritt. Aha, aha. Beziehungstipps, ja. Das heißt, wir müssen dann wieder nochmal gegen ihn kämpfen? Hm. Weiß drum, wenn es so ist. Für uns ja weniger das Problem, ne? Oder eher für mich. Ihr schaut ja nur zu und fiebert mit. Und bejubelt mich. Och. Geh auch nicht rein. Und wie ich verkacke, ne? Der gibt's dann immer wieder auf die Finger. Ja, ja, genau. Wie sind denn dir das denn von dir besser gefühlt? So, dann werde ich mich jetzt einmal noch kurz rasten, damit ich komplett voll bin. Der rastet, der rostet.
Und dann gucken wir mal, was in der City los ist. Da sind ja auch noch so ein paar Stellen gewesen. Ich habe jetzt nicht alles abgesucht hier. Aber das würde jetzt, glaube ich, den Rahmen sprengen. Wir haben einiges gesehen. Einiges Platz gemacht. Was denn? BD, hast du hier irgendwie was gesehen, dass du von mir runter bist? Oder? Wenn du was siehst, wo du hin willst, musst du piepsen. Hier kommt man auch nirgendwo. Unaufhaltsam wie immer, BD. Oh, die sehen unfreundlich aus. Quatsch, die sehen nicht unfreundlich aus. Okay, da kommen wir auch nicht rein. Aber immerhin, wir haben schon ein bisschen was aufgemacht. Wenigstens. Ey, da. Unser Haus ist ja voll bewaffnet. Der Seite? Also, da könnte man so glatt das Gefühl bekommen, derjenige, der dort wohnt, der mag keine Besucher. So, hier hatten wir ja gefightet gehabt. Da oben geht es natürlich auch noch hoch. Unentdecktes Gebiet. Unentdeckt. Mann, hier haben wir auch noch einen Ende. Alter. Das sind, glaube ich, die Stellen, wo wir noch gar nicht hinkommen. Okay. Dann gehen wir jetzt einfach hier mal rein. Weil dann irgendwie doch noch so ein bisschen fortfahren können. Okay, ich darf nochmal kämpfen. Können wir ja mal überspringen, fairerweise. Oh, was ist mit dem los? Aktiviere Schubdüsen! Ja, aktiviere mal deine Schubdüsen. Du bist schwer zu fassen! Da musst du dir schon mehr einfallen lassen! Schlechte Idee! Jetzt geht's los! Ich werde nicht sagen, aber ich hatte dich schon wieder umgebracht. War zwar beim ersten Mal eleganter und schneller und kürzer, aber okay. Wolltest du das hier nicht gerade scannen, bitte? Gut gemacht. Vergiss nicht, später in meinem Laden vorbeizuschauen. Mach ich. Dann sind wir jetzt auf dem aktuellen Stand. Okay, es kommt nicht wieder jemand geflogen. Ein Monk macht hier mit. Komm in Pailun Saloon. Was können wir für dich tun? Ein potenzieller Gast. Was darf sein? Nichts. Danke. Oh, das ist ein Fehler. Ich suche einen alten Freund. Vier Arme. Haarig. Großmaul. Au! Vertikal beschränkt? Los, komm raus, altes Haus. Die Luft ist rein. Ich sag dir, Monk, die Bedlam Raiders werden der Untergang von diesem Ort sein. Es gibt keine Hoffnung. Null, nada, niente. Wie geht's dir, BD? Ah. Moment. Kerl, lass dich drücken, du Sohn eines Foglings. Wie lange ist's her? Ich hab dich vermisst, Kleiner. Hi. Lass mich dich ansehen. Oh, das sieht furchtbar aus. Ja, auch schön, dich zu sehen, Grace. Hey, passt du auch gut auf ihn auf? Und passt du auch gut auf die Mantis auf? Oh, bei uns.
unserem letzten Job gab es etwas Ärger. Was heißt denn etwas Ärger? Imperialen Ärger. Ah, das war ja klar. Hier auf Kobo treiben sie sich in letzter Zeit auch rum. Skyro Dementis ist durchgebrannt. Wir brauchen deine Hilfe, um hier zu verschwinden. Ja klar, das kriegen wir hin. Los, setz dich schon. Hör zu, Monk. Gib meinem Freund was Besonderes zu trinken. Erfrischungen! Ein Slippery Monk! Komm sofort! Willkommen in Pylon's Saloon. Die beste Absteige diesseits von Celtrus. Ja, so wie du es sagst, wird's ihm nicht gerecht. Hier was zum Runterspülen. Monk und ich haben den Laden vom Vorbesitzer bekommen, nachdem, er hat sich eine tödliche Blastervergiftung eingefangen. Von den Bedlam Raiders. Wir hatten schon das Vergnügen. Geht's dir gut, Grease? Oh, klar, sicher. Solange ich nichts hab, was die wollen. Hey, was ist der Mantis passiert? Oh, wir waren auf Coruscant. Infos für Saw Gerrera einholen. Es ging schief. Nur zwei von uns konnten fliehen. Alles, was ich mache, ist sinnlos. Und die Macht des Imperiums wird größer. Seid sicher. Das Team getrennt hat, ist nichts wie früher. Ja, wir hatten eine schöne Zeit, nicht wahr? Ich, du, die Weltraumhexe, Seer. Hast du mal wieder mit ihr gesprochen? Marin ist ständig unterwegs, erforscht neue Planeten, findet neue Freunde. Ich hab's hier gemeint, Kleiner. Nein. Ist eine Weile her. So? Tja, ihre Kredits haben uns geholfen, den Laden zu eröffnen, aber hier war sie noch nicht. Sie ist sehr beschäftigt mit einem neuen Projekt. Hey, Kerl. Wieso entspannst du dich nicht etwas, bevor wir die Mantis reparieren? Die Galaxis kann für ein paar Stunden warten. Ah, wir sollten lieber schnell aufbrechen, wenn wir hier fertig sind. Ich habe unten im Keller einen Raum extra für dich vorbereitet. Den solltest du dir ansehen, Kleiner. In Ordnung. Danke, Grace. Guck mal, ist der auf dem Hippie-Trip? Aber ist euch aufgefallen, dass die eine Hand, also der eine Arm aus, also jetzt ein Roboter ist? Also eine Roboterhand ist? Was ist dem passiert? Soll er in der Nase gepopelt bestimmt. Grüße dich, Eis. Wie geht's dir, mein Bester? Was macht die Hand? Das ist die Küche. Der Keller muss da drüben sein. Was hier drunten drin ist. Wow. Grease hat sich selbst übertroffen. Was? Das ist Sears Halleck-Set. Wie ist das wohl hergekommen? Boah, alles gut, alles gut. Was sagt der Doc? Willst du noch Klavier spielen können? Mein altes Schrottsammler-Outfit. Warum hat Grease es aufgehoben? Ich weiß. Unheimlich. Hier kann ich mich ausruhen. Ein bisschen passen. Gib mir eine Sekunde. Ich will ein paar Sachen anpassen. Ja, dass die Gips noch ist, sind ja noch keine zwei Wochen rum, ne? Aber mir geht's gut, mir geht's gut. Ich kann mich nicht beschweren. Hab auch keinen Grund dazu. Ich muss schon sagen, das sieht irgendwie so holzoptisch aus, ne? Einfache Holz, Plastoid und Lederart. Ich will mein Gold wieder haben. Das ist irgendwie so. Weiß nicht, ich vermisse es. Nix. Nix. Oh, nicht viel mehr. Also gut. Ja. ÜBD haben wir schon weitaus mehr, ne? An Farben. In Blau. Nee, das ist für Zustand. Der war da unten. Ich glaube nicht, dass ich das auf. Nee, kann ich nicht auf Gelb. Hm.
Hier? So hier? Nee, das ist kein richtiges Gelb. Neuer Look für dich, BD. Aber du bleibst der Alte. Kommst du, müssen wir nicht. Kobo ist ziemlich weit weg von der nächsten Handelsroute. Anscheinend kommt Grease mit Bergungsgut aus. Grease hatte schon immer einen grünen Daumen. Wusstest du, dass er mit seinen Pflanzen redet? Ja, gibt es einige, die mit ihren Pflanzen reden. Wobei auch wissenschaftlich bestätigt, dass Musik Auswirkungen hat. Das sehen wir uns später an. Ich brauche jetzt Ruhe. Ich wollte da aber trotzdem jetzt durch, Mann. Oh mein Gott, holen wir uns aus.